Herzlich willkommen zur weiteren Fahrkarte irgendwo. Irgendwo ist gut. Noch viel Marsch. Wir werden jetzt unsere Fahrzeuge langsam zurückholen aus dem Hof. So langsam. Und unserem LKW werden wir gleich. Das ist bei der BGH. Aral ist unser LKW. Nochmal Paletten holen und verkaufen, damit wir ein bisschen Geld haben. Damit wir nicht so hoch verschulden müssen für den Feldkauf später. Wir müssen ein bisschen Holz machen. Und ja, und erstmal genug, ne? Da ist Sägewerk. So, Bretterpaletten könnte ich jetzt verkaufen. Das heißt aufladen erstmal, ne? Und den Rest halt mal sehen, ob wir jetzt noch kriegen, ne? Bretterpaletten sind da hier vorne, Ausgabe. Machen wir Auflademodus. So. Bretterpalette. Hackfetze. Haben wir nur 8. So wenig. Daneben. Naja gut, dann fahren wir da an der anderen Seite ran. Das sind kurze Bretter, aber dick dafür. So. Naja, ist ja auch nur symbolisch gedacht. Ne? Also man muss ja nicht erwarten, dass alles hier so perfekt ist. Das soll ja auch alles für den LKW passen, das kommt dann noch hinzu. Das ist ja das ganze Problem. So, hat er die 8 aufgeladen und können wir gleich zum nächsten Schwung fahren. Und zwar zu den Paletten. Nach Möglichkeit die vorderen. Ich brauche noch 3. Mir die Beule am Dach holen, ne? 3 Stück, 6 Prozent noch auf. 6. 6 Stück. Mit 6 dürfte ich auskommen. Weil es sind so 8, mal sehen. Dann haben wir noch ein paar drinne, aber nicht viel. Ne? Raus, ich will hier raus. Zurück. Gut, mehr Zeug macht ja auch nichts, ist ja nicht schlimm. Außer Reichweite, natürlich, ja. Wie immer. Ist aber nicht so tragisch. Das ist. Mit dem können wir leben. Schauen wir aus dem Sägewerk und dann geht es weiter mit Holz. Denken wir, düngen brauchen wir nicht. Dann lernen wir nicht langsam den Weg zum Baumarkt. Auswendig. Aber was Gutes. Aber wir werden unsere. Das typisch in unseren Fahrzeugen, dass wir da mal wieder schleudern kommen. So, sehen wir nichts hier, das ist typisch. Bäume geben Innensicht.
Dame. Noch eine Dame. Kommen die alle her? So, 20 Paletten. Und vollgeladen, voll. Oh, preiswert. Mal zuschlagen. Ach so, geht auf, okay. Ich drückt. Ja. Und es geht gegen den Zaun. So, da sind wir wieder. So, BB. Und ab geht die Maus. So, jetzt brauchen wir ein bisschen mehr kriegen für Bretterpaletten, dass wir ein bisschen mehr zahlen. Bin mir nicht ganz sicher jetzt, ob das mehr bringt. Wäre schön. So, jetzt fahren wir den Anhänger zum Hof. Und zwar unter der Halle. Das ist nämlich ganz wichtig, weil es gab ein bisschen mehr. Okay. Weil dann brauchen wir nicht lange suchen, ne? Sonst überall rumsteht, ist das ungünstig auf Dauer. Gut, Harvester oder so kann durch den Sägewerk bleiben. Solange der Wald da existiert, ne? Aber ansonsten. Die Fräse ist auch beim Dings hier mit Traktor. Wir fahren mal zum Hof und dann geht es weiter. Dann holen wir uns den Holzaufladegerät hier, den Holzladewagen. Ja, hier den Rasen müssen wir eigentlich auch noch ein bisschen verarbeiten irgendwie. Ja, aber gut. Da soll unsere Produktion hinkommen. Egal was noch kommt, das kommt dahin. Zentral gelegen. Ich sag mal, Felder, die sich an sich schlecht bearbeiten lassen, wo der Crossplay überhaupt nicht klarkommt. Da ist so eine Option. Oder ganz kleine Felder zum Beispiel. Das war eben beim Glück gehabt. Ey, Stau. Stau. Die fahren wir gleich weg. Gespart und hat Motor ausgemacht. Der weiß genau. Große Nachfrage im Fabrik. Planänderung. Planänderung. Wir müssen was verkaufen. Wo sind meine großen blauen Hänger? Die haben wir hier nicht, ne? Und da haben wir ja Glück gehabt. Haben wir Glück gehabt, dass er überhaupt angekommen ist. Gab es keine Punkte, keine Brücken. Große Nachfrage. So. Die waren fertig. Lassen. Einklappen. Hochfahren. Wird er jetzt hoch oder nicht? Nein. Gut. Gedüngt wäre alles. Fällt auch noch kaufen, das ist nicht gedüngt. Und nehmen den anderen, der jetzt kommt. Müssen wir sehen, dass wir jetzt mal unsere Anhänger. Ja, Mischel, wo sind unsere großen Anhänger? Hatte ich überhaupt einen? Ah, da sind die hellblauen. Ja, wir nehmen die. Da hatten wir eigentlich einen anderen LKW gehabt, ne?
Oder ist der beim Siegeweg? Wo ist der blaue LKW? Ist egal, nicht mit denen. Ist ja egal. Irgendwo den gehabt, irgendwo. Weiß nicht genau wo. Was? Mischfutter bringt überhaupt ein? Mal gucken, was ich auf Lager habe. Aber so viel kann es nicht sein. Dann müssten wir noch Stroh und Dings kaufen. Schnitzel, Pflaume, Käse, Sand, Pellets. Pellets. Ja, das ist die Preise fallen im Keller. Die Preise fallen im Keller. Na logisch, wer heizt denn? Wer kauft denn jetzt? Ne? Keine große Nachfrage. Schweinefutter. Gärreste könnte man verkaufen. Heu haben wir schon genug. Übrigens, Heu haben wir. Müssen wir Heu reinfahren und Silage haben wir nicht auch bald. Dann müssten wir eigentlich gar keine kaufen. Wir müssen nur Stroh haben. Heu, Gras, Stroh, Silage, Hackschnitzel. Soll ich mal Mischfutter sein? Huhn, Wurst. Was ich brauche, finde ich jetzt nicht. Hirse, Roggen, Zwiebel, Schweinefutter, Mist, Silage, Hexe, Hexe gut. Futter. Haben wir nichts da? Ach nee, unser Lager, wir haben Mischung, ja, so. Ja, Preis können wir gucken, 1500. Getreide, okay. Das ist was anderes, ne? Große Nachfrage. Hier ist große Nachfrage. Das ist schon ein komisch. Oder ist das hier als Mischfutter gedacht? Muss ja nichts anderes da, ne? Ach so, gehen kann man mit Gas nicht. Ja. Nehmen wir nicht trödeln, wenn schneller ginge. So, geht gleich weiter. Schauen wir mal, ob wir überhaupt viel da haben. Wenn wir viel da haben, können wir auch viel verkaufen. Ansonsten müssen wir mal sehen, dass wir was produzieren. Produzieren ist nicht das Schlimmste, das kriegen wir schnell hin. Müssten eigentlich umlagern, aber das ist im Grunde nicht notwendig. So. Silage, Heu, Stroh, Mischration. Fast 200.000, da können wir runterkaufen. Wir werden irgendwas mal, ja, irgendwann werden wir nachher. Aber der andere kriegen wir zahlen mehr. Das muss eigentlich auch blau gekennzeichnet sein, ne? Schwierig. Da muss ich jetzt sagen, da gibt's ja gar nichts.
Was? Können wir gar nicht verkaufen, ne? Da steht nur Gras, Stroh, Silage, Gras, Silage, Häckselblut. Ich würde das. Entweder was faul oder was? Hafen 1400. War nicht mal Reifbeißen was? Getreide AG. Kommen wir da mal hin, ne? Muss ich auf die annehmen. So, liebe Schauer, da sind wir in der nächsten Folge gefahren. Hat mal Schüsse und wegen Gewinke. Ciao, ciao. Ja, mal sehen, wo da jetzt hinkommt, so ein Teil da geht. Da ist ja geradeaus, so eine Ecke, denke mal, wenn es da vorne ist. Denken wir schon. Oder ist die andere die neue, was eine neue Viecher ist. Und da sehe ich keine blaue Säule, das ist die da hinten irgendwo. Da hinten. Ja, da fahren wir jetzt mal gleich hin und dann werden wir sehen, was wir für Geld kriegen. Ne? Dann nochmal Tschüss, bis hoffentlich sehen wir uns zur nächsten Folge. Tschüss.